Ja, Peace and Justice gesagt, herzlich willkommen zu DSD, sein Midnight Figure Feature, Star Wars Folge 436. Und wir packen mal wieder was aus. Also aus der Packung, ne? Ich habe mir nämlich da was doch mal wieder erworben. Leider nicht im Geschäft, sondern ja, über einen Freund, ne? Der hatte wieder was doppelt, der sucht sich ja immer die Sahnestückchen raus. Aber ich bin damit auch total zufrieden, weil wenn ich das im Laden gesehen hätte, wollte ich mir schon lange kaufen. Habe ich aber nie im Laden gesehen. Deswegen ist es jetzt hier. Ne? Jabba's Palast aus der Vintage Collection aus dem Jahre, lasst mich nicht lügen, ich hätte jetzt gesagt 2019. Ich sehe das Datum hier hinten wieder nicht, aber wir werden es gleich zusammen entdecken. Das kann doch nicht wahr sein. 2018 sogar. So lange schon her. Aber egal, weil in Geduld ich üben mich kann und von daher, jetzt ist es mein. Total geil. Also hier ist eine kleine, ganz kleine Delle im Karton. Gut, hier ein bisschen, hier so ganz leicht. Das ist mir aber auch voll egal, weil es ist einfach toll. Wir gucken uns einfach mal direkt den Karton an. Also da tut sich jetzt nicht so viel. Wir haben hier die Frontseite. Ne, da steht halt drauf, Jabba's Palace, Adventure Set, ne, in 1, 2, 3, 4 Sprachen, nichts Deutsch drauf und gucken gleich mal, wo das her ist. Ich glaube, ob das wieder von Übersee kommt, aus Australien oder so, bin mir jetzt nicht sicher. Ne? Aber wir sehen hier, Jabba's Dings für Dioramen, Displays halt, ne? Hier in der Mitte halt, wo der, wie heißt es denn, Carbonitblock eingehangen werden kann mit einem Tauntaun und das andere Bison, da weiß ich nicht, was das ist. Schön auch mit den Figuren. Ich habe auch natürlich auch ein paar Figuren, weil das wir das auch schön alles so hinstellen und dann mal ausprobieren. Man könnte es halt über Eck anbringen, als gerade Wand. Das ist schon echt nice. Also da bräuchte ich bestimmt noch welche von. Und ja, wie gesagt, Details und so gucken wir uns ja gleich wieder an. Halt, ne? Wir sehen, was noch dabei ist, was natürlich auch sehr geil ist. Han Solo und Reyes Action Figures, nicht each sold separately. Nein, die sind beide hier drin. Die sind beide da drin, Alter, auf Karte. Hier auf der Rückseite sehen wir es sogar noch ein bisschen besser, ein bisschen größer. Das wird cool, denn Han Solo habe ich ja schon außer Black Series. Ich überlege jetzt gerade, welche Karte es war, ob das die schon war mit dem TIE Fighter Piloten Card Design. Da war auf jeden Fall Han Solo auch schon drin im Carbonite Block. Das fand ich dann schon gut für die Slave One halt auch passend, wo da auch einer bei war. Aber ich glaube, das ist derselbe, der dann dazu passt. Da müssen wir mal gucken, ob da irgendwas mit Magnet ist, dass sich das hält oder so an der Wand. Na, schauen wir mal. Ja, wie gesagt, Rückseite sehen wir hier ein bisschen größer. Oh, das Celluloid hat sich bewegt. Schöne Grüße an den Celluloid-Zombie. ja, ach, hier steht es dann auch, ne? Includes Adventure Set, Han Solo and Reyes Only. Ja, hier unten haben wir dann die rechte Zeug wieder, ne? Adventure Set 2 Figuren dabei, 5 Accessoires sind dabei und Instructions. Für DSD besonders wichtig, die Instructions. Ja, wie gesagt, 2018. Und wir sehen Kanada. Made in China, aber Vertrieb ist für Kanada. Gut, an der Seite, hier haben wir dann auch nochmal schön Bild. Das Design halt wieder wie früher, ne, zu unseren Kinderzeiten. Hier an der Seite sehen wir dann auch nochmal das Display so aufgebaut, wo Bush Han Solo gerade befreit, und auf der anderen Seitenlasche haben wir dann hier nochmal, wie Bush sozusagen von Lando festgenommen wird. Ach guck mal, jetzt habe ich gar keinen Wuf mit rausgesucht. Ja toll, auf dem Bild ist jetzt noch ein Wuf dabei. Aber hier so ein, dieser Effant Mon fehlt mir ja auch. Den, das ist natürlich auch eine Kilo-Figur, ne? Die müssen wir mal, komm, bevor ich hier weiter schlabber, geht es mal wieder an die Weapon of Choice hier, zack. Jetzt überlege ich, oh, guck mal hier, hier ist eine kleine Ecke abgebrochen, hoffentlich mir das nicht passiert. Hier sieht man ein bisschen Pappe. Das ist schade, aber machst du nichts. So, links oder rechts, die sieht ein bisschen lockerer aus. Dann schneiden wir einfach mal hier kurz, ne? Zack. Ta-ta-ta-ta. So, ihr seht die Kartonage als erstes. Komm, ich knicke es auch ein bisschen vorsichtiger auf. Als Kind war das auch alles anders, ne? Dann bin ich jetzt mal gespannt, was da so rauskommt. Ja. Wahrscheinlich sollte ich meine Augen benutzen. Ah, oh,
Könnt ihr sehen, was ich nicht sehen kann? Anscheinend, ne? Komm, ich brauche mal hier rein. Oh, cool. Okay, wir ziehen mal die Lower Decks. Ich glaube, erst unten rausziehen. Ach, da sind ja auch noch zwei Karten drin. Ich darf ja gar nicht so ziehen. Alter, ich rüttel hier schon wieder rum. Ja, die ist natürlich auch schon gewellt. Sieht man jetzt schon wieder. Was habe ich denn jetzt zerrissen? Ach so, das ist hier noch ein bisschen. Was haben wir denn da? Da sind da so Klebedinger hier dran, ey. Hört ihr das? Oh, das war die Solo-Karte. Alter, das gibt's doch nicht. Das hier jetzt. Ist auch ganz schön dunkel in Jabba's Palast. Ich kann so nichts sehen hier, was ich hier jetzt gerade aufschneide. Lustiges Auspacken mit DSD. So, jetzt habe ich glaube ich irgendeine Pappe gelöst. Oh, ihr seht schon, ne? Ich sehe es noch nicht. Wir haben eine kleine Beschreibung, das gucken wir uns auch gleich an. Oh, ich sehe da schon so eine Funktion dahinter. Cool. So. Hier ist noch so ein Plastikding gewesen. Hier haben die beiden Seitenteile. Oh, sieht cool aus, sieht cool aus, sieht cool aus, sieht echt geil aus. Oh ja, das gefällt mir sehr. So, jetzt gucken wir mal eben noch. Die 137 Rears, Alter, geil. Ich pack das hier bitte auch mal, ich pack das bitte vorsichtig zur Seite. Weil das schauen wir uns gleich an. Ich zeige euch nur mal kurz schon mal so die Card. Ja, jetzt hast du hier natürlich ein bisschen, also die hätten sie ja wenigstens unpunched machen können, ne? Das finde ich eine Sauerei. Also wenn die hier schon reinkommt, hier ist ein leichter Schlier oben an der Ecke. Also, warum ist die nicht unpunched? Pappe fühlt sich aber noch ein bisschen dicker an als sonst, wenn er die, ne, jetzt hier die letzten im Laden gekauft hat. Hier ist auch so eine kleine Schleifspur dran. Wahrscheinlich jetzt gerade von den Dingern, wenn man es rauszieht oder so. Ne, jetzt gucke ich die. Müsste ja dementsprechend 2018 auch sein. Ja, auch 2018. Gut, Reyes. Gehen wir gleich nochmal richtig dran, ne, an die Karte. Top. Und geht's geil. Ja, die ist natürlich toll verbogen, weil die ja da so reingepackt war. Aber gut, mach ich ein paar Bücher drauf, das sollte gehen. Warum ist die so staubig? Wie kommt denn da Staub rein? Merkwürdig, merkwürdig. Ach ja, jetzt habe ich die Handschellen natürlich nicht rausgesucht. Hier, wie ist die Pappe dünner? Na gut, die sind schon gleich. Hier, Han Solo in Carbonite, Return of the Jedi. Die Vintage Collection 136, also 137 sind schon mal die aus dem Jabba's Palace Playset. Ja, das ist derselbe, wie gesagt, habe ich hier liegen. Gucken wir uns gleich mal alles an und so weiter, wenn ich das ein bisschen aufbaue, wenn wir damit spielen, ne, sozusagen. Leute, es geht wieder los. Ne? Seht mal hier die Linie. Man sieht schon, der Kleber ist hier total hell. Das ist ja geil. Ja, ich könnte ihn eigentlich auspacken. Das Blöde ist, ich habe so einen Han Solo schon, ich habe den zweimal, habe den schon ausgepackt und so. Und hier löst sich jetzt tatsächlich der Blister komplett. Das ist ja Hardcore. Das ist ja echt ätzend. Und wenn du draufklebst, dann heißt es hinterher, du hast den wieder hier repackt oder so. Bei dem Rears ist es nicht so. Das wäre natürlich jetzt auch geil. Bei dem Rears würde ich ja gerne auspacken. Wollen, tun und so weiter. Ich mache mal den Karton wieder zu und dann werden wir uns nach Stunden jetzt mal den ganzen Spaß hier aus der Nähe anschauen. Ne? Das liebe ich ja auch immer an den Kartons, ne? Das ist bei dem Ed auch so geil. Hast du eine Seitenlasche offen, die drückt sich von alleine immer wieder auf. Machst du nichts, ich jetzt auch nicht. Ich setze mich jetzt mal dahin und wir gucken uns das alles jetzt mal hier schön an. Ne? Boah, da bin ich ja jetzt mal gespannt, das sieht echt geil aus. So, Klinge zurückschieben und ran hier in den, rein in den Palast, ne? Ich fange aber natürlich nochmal mit den Karten erstmal an, ne? Und wie gesagt, hier. Ja, der ist jetzt nicht so gelöst, so hell, aber irgendwie haben die wieder den Billigkleber
aus der Dings genommen. Hier schön Return of the Jedi, hier schön aus Jabba's Barke. Ja, cool. Das alte Dreiauge hier, ne? Ja, den werde ich vorerst nicht auspacken. Wobei hier die Frage ist, ich glaube, das ist auch ein Repack aus der Black Series. Als da dieser Mumaf, ich weiß nicht, wie der hieß. Nee, nicht Dings. Er hatte auch so einen komischen Namen und ich glaube, das ist der Rears, den sie da reingepackt hatten. Schön ist, dass er zwei verschiedene Blaster halt hat. Das ist schon mal ganz cool. Ja, der sieht super aus. Also, den, würde ich gerne auspacken, mache ich aber nicht. Der kommt in meine kleine Kiste mit so ein paar Vintage Collection Dingern. So, und dann haben wir jetzt, wie gesagt, hier den Hahn. Schön das Bild mit dem Carbonite-Block, ne? Wir haben draufstehen, Han Solo Carbonite, Return of the Jedi. Das ist toll. Und ja, ich glaube, man sieht es sehr, sehr gut hier, ne? Guck mal, hier bis zur Hälfte ist es dunkel, der Kleber noch, an der Seite. Und hier ist er komplett lose. Guck mal, auch hier hat er nur eine leichte Spur vom Kleber. Ich könnte ihn auspacken, aber tue ich nicht. Ja, das ist ja echt blöd. Und wenn man den jetzt wieder festklebt, das ist ja echt merkwürdig, ne? Da kann man als Han Solo schon mal doof gucken. Huch, er hat sich verdoppelt. Ja, das ist auf jeden Fall der Black Series. Ich glaube, da sind auch diese beiden Handschellen bei. Kann ich euch jetzt nicht wirklich zeigen, aber den Han halt sozusagen schon mal. Habe ich aber auch schon mal in irgendeinem Video gezeigt. Zeige ich mal. Hier haben wir den Carbonitblock dann. Das ist also 1:1, ist der Black Series. Die Frage ist jetzt natürlich, ob, weil da ist irgendwas mit Magneten, meine ich. Der fühlt sich auch schwerer an. Wenn ich jetzt die beiden in der Hand halte hier und hier die Karte, hat der mehr Gewicht. Und ich glaube echt, dass der Block, dass man den eigentlich rausholen muss, dass der mit dem Magnetding ist. Weil, das zeige ich euch gleich an der Wand, wir haben nämlich einen Mechanismus, habe ich auch schon in so einem Video gesehen, dass hier eigentlich wohl ein Magnet drin ist und dann kann man den auch schön einhängen. Probieren wir aber gleich aus, ne, wenn wir soweit sind, weil wir müssen erstmal, ja, jetzt ist der umgefallen. Der Rears. So, meine Freunde, wir kommen mal hier hin. Ne? Kommen wir mal hier zur Gebrauchsanweisung sozusagen erstmal. Ne? Hier, Jabba's Palace Adventure Set. Sowas wäre schon früher auch toll gewesen, ne? Wenn man das als Kiddy gehabt hätte. Oh Mann, Alter, super. So, hier sehen wir. Hier, attach carbonite to wall. Also, da haben wir was und damit kann man die ablassen und den use lever in back to move up and down. Ja, und hier, die kann man halt sich eckig gleich dran packen oder einfach nur gerade. Das ist natürlich ganz, ganz cool. Das ist schön, das ist super. 2018, gut. Kommen wir mal erstmal zu den Seiten hier, ne? Also, es ist schon geil. Ich meine, sowas kann man sich auch alles selber machen, ne? Klar kann man das. Aber jetzt guck mal hier die Struktur hier drauf. Das ist super. Das ist auch so geweathert halt, ne? Guck mal, du hast hier helle Stellen, dunkle Stellen halt. Das fühlt sich jetzt auch nicht so dünn, so. Das ist wertig. Das kann man hier schön biegen, gleich knackt. Das sieht geil aus. Also das sieht echt toll aus, hier auch von oben. So. Das finde ich super. Ja, hier hast du dann schön so einen Durchgang. Hier dann auch alles nach natürlich, wenn man so hängen bleibt. Das kenne ich von meinen Türen und Türrahmen. Da ist immer schön den Dreck dran. hier kannst du einfach. Aber selbst hier dann halt am Rand. Ne? Ja, und jetzt guck mal hier von der Innenseite. Das ist ja auch richtig fett. Ne? Schön so ein paar Leitungen, Rohre halt und so. Sieht man, dass das alles mit so einem Gitter verputzt worden ist, ne? Dass das also auch der Tempel, der Boma-Mönch, Tempel halt, ne? Dass der eigentlich auch so ein kleines Wabengerüst halt darunter hat halt. Aber vielleicht ist das auch nur, damit Jabba und seine Vasallen nicht abgehört werden können. Wie so ein Dingsbumskäfig. Ihr wisst schon, was ich meine, ne? Ich komme gerade nicht drauf. Ja, dann haben wir hier das Gegenstück. Aber man sieht, es ist auch nicht... dass das jetzt hier von oben irgendwie gleich geformt ist oder so, ne? Dass sie da einfach einen Abtatschung gemacht haben. Nein, das haben sie dann auch nochmal extra. Und hier auch wieder schön die ganzen Innendetails. Also, das ist echt der Hammer. Ja,
dann hier so blank auch und so, das ist super geil. Ich mach alle schön. Hier könntest du sogar noch irgendwas reinstellen halt, ne? So Fächer, so Lampen, so orientalische oder was weiß ich, was zu Jabbas Palast halt so passen würde. Ja, und hier natürlich auch von vorne. Ey, total geil mit dem Weathering und so, das ist richtig schön angemalt, das finde ich richtig klasse. Das ist richtig geil, wir setzen es gleich mal so da dran, ne? Schauen wir, was dann machen. Ja, jetzt kommt mal hierher, ey. Ja, das ist doch auch schon super, oder? Das sieht so schon mal echt geil aus. Ja, jetzt müsste man das nochmal haben, die Köpfe weg und dann den kleinen Thron sich bauen. Ne, hier auf Jabbas Thron und dann hast du hier den Book of Boba. Richtig geil, richtig cool. Ey, das ist echt Hammer. Ich will mal wissen, ob man die abmachen kann. Jetzt guck mal alleine hier der Tauntaun-Kopf schon. Wie geil das Tauntaun hier ist. Ich finde es jetzt, glaube ich, weiß nicht. Ich habe keins von der Vintage Collection von den Tauntauns oder Black Series, wo die rauskamen. Für 3¾ Inch gibt es das überhaupt? Kann man den Mund aufmachen? Nein. Das Fell und so, das ist super. Ob der Kopf nicht ein wenig zu klein ist jetzt für die Figuren. Ich weiß es nicht, ne? Aber das ist hier, die ganze Bemalung hier mit den Schattierungen und so. Also hier haben wir gleich, müssen wir mal gucken, wie das funktioniert. Hier die Lüftungsgitter. Guck mal, du kannst durchgucken nach oben, das gucken wir uns gleich auch noch an. Hammergeil, ey. Schön bemalt, das sieht super aus. Ja, dann haben wir hier noch so einen Mufflon, keine Ahnung, was das ist. Es erinnert mich an so einen Charakter, so ein Zeichentrickviech. Ich komme aber partout nicht drauf, was das war. Und mit den Hörnern hier. Ja, gut, klar kann man das da, aber war das bei Jabba? So eine Schnecke am Rand wäre jetzt noch cool halt und so, ne? Und hier auch wieder dann was abgebröckelt vom Putz halt, dann hast du hier diese Metallgitterstruktur da wieder drunter. Hier haben wir den Absenkmechanismus, also den man in seiner Fantasie drückt dann halt, ne? Aber auch hier unten Ablaufschächte, wenn er aufgetaut ist, ne? Ja, hier weiß ich, das sieht schon aus, als wenn du hier überall noch was so dran stecken könntest dann halt. Das ist super, auch hier. Wie war das? Ist das eigentlich eine Schrift? Das ist doch auch irgendeine Schriftart oder, ne, irgend so ein Fond. irgendwas, war bei dem Book of Boba-Dings, bei dem Mandalorian-Dings, After-Credit-Ding stand doch da auch irgendwo was, ne? Ja, das werden wir auch rausfinden. Die Experten wissen es eh. Auch hier schön, dass hier schon so ein bisschen abgeschabt ist halt, ne, von der Schrift und so. Ey, wie geil das von oben auch aussieht. Diese ganze Textur hier. Voll toll. Also, das hat sich gelohnt. Ich überlege jetzt gerade, was hat es gekostet? Ich weiß nicht, 80, 90 Euro? Ich weiß gar nicht, was der normale UVP war, aber ich sag mal so jetzt, ne? Guck mal, wir gucken auch mal von hinten, weil da gucken wir jetzt gleich mal hier mit diesem Mechanismus. Ah, die sind leider verblombt hier. Das Tauntaun. Hier sieht es eh noch anders aus. Ja, ich dachte jetzt vielleicht, dass man den Kopf irgendwie abmachen könnte. Also als Kind habe ich ja auch immer alles dann losgeschraubt und so, ne? Wenn hier was reingebaut wird. Dann könnte man wahrscheinlich die Gitter auch noch. Ja, sieht super aus. So, jetzt mal eben hier. Relativ schwer, also schwergängig. Ja, ich glaube hier ist was Metallisches. Das ist, glaube ich, echt der Magnet. Ich möchte das ja jetzt mal eben wissen, ne? Guck mal, wir haben hier den alten. Ja, und hier ist natürlich kein Magnet drin. Also kann ich euch jetzt das echt nicht vorführen. Oder ich muss gleich die Packung da öffnen. Das fällt natürlich toll so nach vorne. Weil so hält er nicht. Du kannst ihn natürlich so ein bisschen so schräg hinstellen. Das geht. Ich überlege mir das gleich noch. Vielleicht fällt ja gleich der Blister noch ab halt, ne? Weil, was ich gerade sagen wollte. Wenn du jetzt mal überlegst, preislich. Du hast die zwei Figuren hier schon mal. Ne, auf Karte Vintage Collection. Die kosten ja regulär im Laden, glaube ich, jetzt mittlerweile eh mal um die 20 Euro. Die sind eh exklusiv nur in dem Jabba Adventure Palace Playset drin. Da bist du ja schon bei 40. Und wenn du dann nochmal, sagen wir mal, 30 Euro jetzt für das Playset, gut, das ist ein bisschen Plastik, ne, aber ich finde, wie gesagt, es ist total geil gearbeitet. Das sieht richtig toll aus hier mit der Bemalung, mit dem Weathering halt, das ganze Verschmierte und so. Also das macht mir richtig Laune. Jetzt gucken wir mal, wie wir das hinstellen. Ne? Hab jetzt auch wieder nicht geguckt, welche Türseite zu welcher kommt. Na doch, die kommt wahrscheinlich hier rechts.
Obwohl, wenn ich jetzt mal auf das Foto gucke, ne? Also hier diese Kerben hier. Warte mal, ich zeige euch das mal eben hier auf dem Karton. Wo bin ich? Hier. Ich komm mal hier hin, jetzt schmeiß ich da die Lösung. Hier ist das natürlich jetzt alles viel, viel tiefer, die Furchen. Und auch die Schrift. Wenn ich mir jetzt die Schrift hier angucke, sieht die viel, viel reingravierter aus als hier halt so, ne? Also, das ist dann, da sieht man doch noch den Unterschied. Das Foto ist auf jeden Fall nochmal anders bearbeitet. Beziehungsweise ist das vielleicht der Original-Resin-Block. Weil hier sieht man voll die Schraffur noch drin auf dem Bild. Das hast du jetzt hier nicht so. Was das hier, sag ich, weißt du, hier so in Lametten ist oder irgendwie so. Das, da sieht das dann auf Karton natürlich dann doch schon ein bisschen anders aus. Aber egal. So. Achso, wir können das einfach, das ist ja schön. Guck mal, man kann das hier einfach jetzt so dran machen. Aber ich will das nicht zu feste drücken, sonst kriegt man das nicht mehr ab oder so. Egal. Das ist sozusagen mein erstes Playset. Nach Jahrhunderten, Jahrzehnten. Ja. Klar, ich kann das jetzt so machen. Dann haben wir hier so einen kleinen Durchgang. Ich deute das mal an. Ich könnte aber auch einfach ein Stückchen zurückgehen. Na, guck mal, da sieht man auch schon ein paar von den Vasallen wieder. Ich hau gleich eben im Bein hier vor, weil ich jetzt schon ein ganzes Stück weit hier weg bin. Na, und ja, du kannst das halt schön lang machen. Wenn wir das jetzt hier dran machen. Das schließt jetzt natürlich an den Dingern hier nicht so bündig. Hier haben wir jetzt aber, das ist mir egal. Auch als Kind wäre mir das also jetzt mal wirklich egal. Guck mal, da guckt Jabba da nochmal durch. Ich habe den Thron jetzt nicht rausgeholt, aber wenn hier schon mal so ein Jabba so hinpackt, davor, das sieht auch toll aus. Also, ne, dann packst du hier noch ein paar Figürchen hin. Entschuldigung, jetzt war ich im Bild. Irgendwie, was weiß ich, guck mal, der kommt hier noch hinter. Ich weiß, Jabba sitzt zwar nicht vor dem Dingens hier. Das muss ja auch nicht sein. Aber ja, irgendwie so, ne? Kann man schon schön was mitmachen. Also ich finde es super. Das sieht toll aus. Ich muss mal gucken, wie ich mir das bei mir dann da in diesen Dings packe. Mal schauen wir noch mal. Und wie gesagt, wir können natürlich jetzt auch hier eine Szene nachstellen. Na gut, da hat sie dann eh den Helm ab. Ich kriege den Helm gerade vom Busch nicht ab. Gleich habe ich Lea den Kopf abgezogen. Ne? Haben wir natürlich auch am Start. Und das Video ist natürlich auch wieder ein bisschen länger, aber ist mir egal, das muss so sein. Komm hier, Rock on, ne? Lando im Hintergrund. Das ist ein schönes Set. Finde ich richtig, richtig geil. Keine Ahnung, wo wir jetzt Delicious hinpacken. Ja, da habe ich natürlich leider keinen. Ne? Ich habe jetzt gehört, ein alter Freund, der hat sich jetzt den Todesstern geschossen. Also diese Vintage Collection Todesstern, wo du 12 Figuren drin hast. Delicious Krumpfeld, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ja, komm, ich setze mich nochmal da hin. Dann könnte das nochmal. Ich gehe nochmal hinten an den Details ein bisschen vorbei. Ja? Und dann setze ich mich da hin. Komm schon. Guck doch mal, das sieht einfach klasse aus, ey. Das ist richtig geil. Also mit dieser ganzen, die ganzen Texturen auch hier von hier oben und so. Einfach geil. Ich pack noch mal eben hier alles weg. Ja, ein bisschen Platz hier im Palast. Ist ja eigentlich auch gar nicht Jabbas Palast, ne? Ist ja eigentlich der Boma Mönchs Palast. Jetzt so gucken, das ist klasse, 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 klasse. Ich mache es gleich noch mal in der Länge. Ich weiß ja gut, man kann es, nee, man kann es gar nicht anders verlängern. Ja doch, ich kann hier natürlich was reinmachen und hier könnte ich jetzt noch mal diese Wände machen. Dann könnte man so ein paar Nischen machen halt, ne, wie ein Jabbas Palast das so ist. Der Knopf auch und es sieht so geil aus. Das ist einfach toll. Ja, gefällt mir super. Ja, wie gesagt, das wäre jetzt. Soll ich den Dings da gleich rausmachen? Ich weiß es nicht, ey. Aber ich zeige euch nochmal von hinten hier. Hier haben wir den Mechanismus, wo er dann abklappen kann.
Ja, das ist wirklich toll. Hier kannst du echt was reinstellen noch und so. Das finde ich total geil mit diesen Innenseiten halt auch. Hier nochmal von oben. Also Bombe, das Dingen. Und einen Wurf habe ich doch gehabt noch hier. Ne, auch noch am Start. Huch. Ja, der verliert aber immer so toll sein Helmchen hier. Ja, also wie gesagt, ich bin schwer begeistert von dem Teil. Das ist richtig nice. Komm, jetzt gucke ich mal. Ja, das geht auch relativ einfach ab. Wenn man es jetzt nicht so feste drückt, aber guck mal, du kannst so. Ja. Oh, Mr. Jabba, das tut mir leid. Aber wenn du hier den Thron vormachst von Jabba auch oder was weiß ich, ich finde, das macht schon was her. Also das ist echt toll. Ja, guck mal hier nochmal den Hahn und die Leia. Ja gut, den Thermaldetonator hat sie jetzt eigentlich nicht in der Hand, aber sie kann ihn ja so stützen halten. Die macht eh gleich einen Adler, weil sie schon wieder auf ihren Minifüßen so komisch steht, ey. Kann nicht wahr sein, ich wollte da nur kurz hinstellen, so. Ja, komm, scheiß drauf. Das ist wieder, ne? Aber wie gesagt, hier, ich würde das gerne da noch irgendwie machen. Aber, ich meine, die sind ja auch was wert, ne? Wenn ich die jetzt aufmache, ach, und der ist unter einem extra, ne, ich lasse das sein. Also, ne, weil der ist hier, da ist extra Blister noch drunter, so eine Bubble, wo nochmal der Carbonitblock eingefärbt ist. Das ist nicht so schön klar, den würde ich auch gerne auspacken, den hier ist. Wie gesagt, den Han Solo habe ich schon mal gezeigt und das ist derselbe hier wie in der Black Series halt. Na, das hatten wir also schon. Und ja, aber wie gesagt, ich habe das, man sieht das in anderen Reviews. Gibt's, wie gesagt, das Ding ist von 2018, da gibt es eh schon wieder hunderte, die das reviewed haben, ausgepackt haben. Ne? Aber ich habe es jetzt auch hochgegeben. Und das ist jetzt das Einzige, was wir jetzt natürlich nicht zeigen können, dass der hier mit Magneten halt, dann ist der hier ein Stückchen höher. Wenn du runter machst, dann kannst du ihn halt absetzen, dass er dann so schräg davor steht oder irgendwie so. Ne? Das, aua! Oh nein, jetzt habe ich eine Beule reingemacht. So passieren die nämlich, weißt du? Ja, schönes Teil Jabba's Palace. Ja, wenn es da mal lose Teile gibt, weil dann natürlich Reseller die Figuren verkaufen dann auch und so. Ne? Aber ich glaube, da könnte ich nochmal Einzeldinger von gerne gebrauchen. Wenn es sie mal günstig gibt oder so, dann schieße ich mir da mal welche. Und ja, es ist einfach toll. Ja, ich finde es geil. Das hat was, das kannst du dir schön so hinstellen. Noch ein paar Wände. Vielleicht schaffe ich dieses Jahr mal meinen Jabba Palast fertig zu machen dann. Ne? Ja, war jetzt wieder lang genug. Ich erfreue mich noch ein wenig. Überleg noch, ob wir den Carbonitblock hier, weil er ist auf Auftauen gestellt, es löst sich eh langsam auf. Da hätte ich gerne auch mal gewusst, die Leute, die ausgepackt haben, beziehungsweise also die Kiste ausgepackt haben, ob da der Kleber auch so ist, weil ist ja eine Black Series Figur, da haben sie auch den Black Series Kleber anscheinend genommen. Der hat sich ja bei den früheren Black Series Karten immer wieder gelöst, bei den 3,25 Zoll. Ja, ich spiele jetzt noch ein wenig Han Solos Befreiung aus dem Carbonitblock und so weiter. Ja, aber irgendwie haben die alle kaputt, die fallen alle um. Peace and Justice, danke fürs Zugucken, bleibt gesund, wir sehen uns bald wieder. Feierabend. Und zwei Dinger fallen mir noch auf. Hier zum einen, was ist das für ein Jabba da hat? Vintage Collection, kommt der noch raus oder? Das möchte ich ja mal wissen. Und der Bib Fortuna, ne, das ist ja jetzt auch kein... Hier Vintage, kein Original Classic. Kommt da auch noch einer raus? Also irgendwie muss das ja sein, ne? Weil es gab Black Series Jabba. Aber gab es den in 3,75 Inch? Da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, ne? Und was mir gerade noch aufgefallen ist hier, also da steht ja einfach umgedreht, der Carbonitblock. Da ist aber auch kein Stempel drin von irgendwas. Weil hier haben wir eindeutig den CE-Stempel auf der Rückseite. Das sind ja nur so kleine Details, die mir gerade auffallen. Und welcher Zellisches Crump ist das? Weil der ist es nicht. Das könnte, ja gut, das wird ja aus der Vintage Collection sein, ne? Aus dieser Death Star-Dings dann wieder. Aber wie gesagt, was ist das für ein Jabba? Den hätte ich auch gerne. Oh, 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 oh. Ja, so, das war's jetzt aber auch. Ich baue gerade noch ein bisschen auf hier.